So Freunde, wie ihr es seht, haben wir uns mittlerweile hier auf Brünnchen zusammengetroffen. Gezählte 17 Stück. Und jetzt fahren wir noch eine kleine Runde alle zusammen. Wohin genau, weiß ich auch noch nicht. Irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. So. Sind ein paar Gastfahrer dabei. Und sind auch ein paar Leute, die ich gar nicht kenne. Nochmal hinten anstellen. Wir fahren so im Mittelfeld, würde ich sagen. Die Frauen wieder. Hörst du mich überhaupt? Okay. Nee, grüßen tue ich nicht mehr. Du bist ja bekloppt. Okay. Ja, und zum Motorvloggen, zum Treffen sind wir fast über 30, also noch mal so viele.
Ja. Davon werden wir heute, also nicht nur heute, sondern ja, das komplette Wochenende, glaube ich, genug sehen. Ja. Hier, ne? Ja. Ja, das ist der Haupteingang, ja. Schon ein riesen Gelände, ne? Also das ist doch Wahnsinn. Da steht schon die nächste Kolonne. Müssen sich dazu oder was? Ne, ja, die biegen alle ab. Ja. Ja, sieht im Spiegel richtig geil aus, ne? Also nimmt und nimmt kein Ende. Gerade so in den Kurven, wenn du so in den Kurven fährst, siehst du gar nichts, ne? Dass es aufhören sollte, könnte. Spiegel gar nicht? Kannst du gar nichts im Spiegel sehen? Ja, stimmt. Muss ich hier oben noch so einen Dammspiegel dran machen, ne? Die armen Einwohner, die hier sind, ne? Also, und das haben die bestimmt nicht nur einmal im Jahr. Endlich mal was los, endlich werden die Hotels gebucht, endlich können wir wieder Geld verdienen. Weil wintersportmäßig, haben wir ja gehört, ne, soll hier nichts sein. Aber
wettermäßig, ne? Perfekt, nicht zu warm, nicht zu kalt. Trocken, und das ist das Wichtigste. Eine steile Kehre, ja. Aber nicht alle, oder? Naja, wir sammeln uns wieder. Pkw dazwischen ist, weißt du? Ja, aber das ist bei der Gruppe ja dann irgendwo auch normal, ne? Dass wir ab und zu mal getrennt werden. Aber an der nächsten Möglichkeit wird ja wieder gewartet. Ja, es gibt auch Leute, ne, die mal ins Rückspiel gucken und sehen, komm, lass sie vorbei, die haben ja mehr Spaß wie ich mit meiner alten. Da werden wieder sehr, sehr viele Videos entstehen. Ich sage, da werden sehr, sehr viele Videos wieder entstehen von diesem Tag. Ich werde in meinen Videos natürlich alle verlinken, die dabei waren, die einen YouTube-Kanal haben. Nordrhein-Westfalen sind wir wieder. Ganz einfach mal auf dem Verkehrsschild hier gucken. Auf dem Verkehrsschild mal gucken, in welche Richtung die ungefähr fahren. Dann könnten wir uns vielleicht mal überlegen, wo die hinfahren, aber alles das kannte ich nicht. Adenau, da sind wir doch vorhin durchgefahren. Oder wahrscheinlich ist das nur eine Runde.
einfach mal eine Runde hier durch das Gebet und zum Schluss das Ziel. Ne? Navi gucken können, dann hätte ich das gesehen, dass das so eine Kurve ist. Gehört der zu uns, ne, wa? Die gehören nicht zu uns, die uns gerade gewollt haben. Oder? Alles frei. Das ist doch der Stefan. Ich habe sein Moped nicht erkannt durch die Koffer. Er hat ja ein ganz anderes Moped, als ich sonst kenne. Wechseln wir die Position. So, wir wechseln mal die Position, wenn wir mal anderen im Kamera haben. Matze, traust du dich nicht, oder? Aber jetzt hab ich irgendein Vieh abgekriegt. Ne, daneben. Hauptsache, es lebt nicht mehr. Deckel zu. Das ist richtig. Ich will mal gucken, ob das in der Kamera zu sehen ist. Das war ein richtiges, fettes Vieh. Eine Hummel oder was, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt sie ja noch irgendwo im Mundwinkel oder so. Scharfe Kurve.
extra lang gefahren heute. Ja. Ja. Alles voll? Hier riecht's aber. Ah. Eine schöne Pizza könnte ich jetzt fressen. Weißt du das? Ich sag jetzt mit Dazu so fressen. Ne? Ich bin von dem Max da nicht ganz so satt geworden. Und ja, jetzt so schöne. Ich weiß, ich wüsste gar nicht, was ich. Also ihr könnt da alles drauflegen. Ne? Ob das Meeresfrüchte sind, Thunfisch, Zwiebeln, alles zusammen, weißt du? Auf alles habe ich Appetit im Moment. Hä? Nein, auf alles habe ich im Moment Appetit. Auf Met auch. Schöne Brötchen mit Met und Zwiebeln. Aber nur so viel essen, damit man noch eine Pizza reinkriegt. Ja. Ja, das ist ja genau, wo wir hier abbiegen wollten und nicht konnten. War das nicht hier? Kann sein, dass sie jetzt zu Nürburgring fahren. Ich weiß es nicht. Also nicht Nürburgring, sondern zu Nürburgring. Weil die Runde ist ja jetzt langsam zu Ende. Die machen ja immer so eine Runde, was weiß ich, an entweder 1,5 Stunden oder 50 Kilometer oder 100 Kilometer, was sie gemacht haben, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Und du fährst eigentlich immer wieder zum Startpunkt zurück. Ne, guck mal, hier fahren sie.